gelten, es ist Freitag, kurz vor 7. Bin hier in Ramstein.
Thank you.
war das immer gut. Hier hattest du den großen Handbremshebel. Da konntest du die Mütze drauf hängen und dann durch die Lüftung war die dann wieder trocken. Hast du jetzt nicht mehr. Egal. Geht schon werden. So. Raus nach Mannheim. Beziehungsweise ich muss erst nach Hause fahren, muss noch einen Löffel holen. Der hat keinen Löffel. So. Vorne rückwärts rein. Ich hätte auch einfacher wäre es gewesen, ich wäre von hier die Straße vorwärts hoch und meine Bedienung hier, aber ist jetzt halt so. Vorne arbeiten Kollegen von mir, die kommen jetzt auch hierher, gucken, dass ich hier reinkomme. Hin an dem. Da ist es. Da muss ich rein. Okay.
gefahren bist. Hier rechts den Kübel habe ich angeeckt. Alles halb mal zu. Ach, was eine Katastrophe, echt. Im Wetter machst du besser nichts. So, hier bauen wir die Achse hoch. Flanko kann man rausmachen. Er rollt, gut. Ich dachte schon, er kommt nicht weg. Geladen. Den nehme ich jetzt mit nach Hause. Dementsprechend, wie es hier aussieht, sehe ich jetzt auch aus. Ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Samstagmorgen, es ist schon 10:30. Hab ein bisschen länger gemacht heute. Zu Hause länger gemacht. Ich habe noch den 922 geladen, den fahre ich jetzt raus. Lade ich jetzt ab, halt zuerst auf stellen. Luftpumpen muss ich auch noch. Okay. Den lade ich jetzt ab, dann tue ich noch ein bisschen waschen. Dann mache ich noch ein bisschen Papierkram, mache noch ein bisschen sauber hier drin und dann habe ich bis nächsten Mittwoch Urlaub. Ich freue mich. So, jetzt drin im Bagger. Komischerweise die Heizung geht wie immer, ne?
deshalb getauscht. So Richtung Farmen vorwärts. Habe ich deshalb oder beziehungsweise abgeholt in Mannheim. Diese beiden Hubzylinder bringen nur noch 60 Bar Druck. Du schaffst es nicht mit dem Bagger, den Löffel richtig voll zu machen, weil halt keine Kraft mehr. Und das Ersatzteil dauert, ich denke, so drei Wochen, glaube ich, hieß es. Der Bagger funktioniert alles. Ja. Hört sich aber komisch an, oder? Das Teil ist, das defekt ist, keine Ahnung. Vielen Dank für alles. Ciao.